Star Trek, Star Wars und Perry Rhodan. Was haben diese drei Serien gemeinsam? Richtig, sie sind alle Science Fiction und sie haben eine eingeschworene Fangemeinschaft, die sich teilweise mit denen der anderen Serien überschneidet. Und für die Perry Rhodan Redaktion auf YouTube ist das ein Grund für einen kleinen Blick über den Tellerrand. Hi, ich bin Ben. Willkommen im Perryversum. Und so war es auf dem 11. Science Fiction Treffen in Speyer. Das hier ist das Technikmuseum in Speyer. Und schon an normalen Tagen ist das ein Ort, an den es sich zu kommen lohnt, wenn man sich für Luft- und Raumfahrt interessiert. Aber einmal im Jahr verwandelt sich das Gelände in ein Mekka für Science-Fiction-Fans aller Spielarten. Sammler, Liebhaber und Cosplayer versammeln sich hier zum sogenannten Science-Fiction-Treffen. Hier kommen Anhänger von allen Franchises und allen Serien der Comic-, Film- und Serienwelt zueinander. Jedes Jahr werden es mehr. Mittlerweile ist es eine der größten Fanveranstaltungen im Südwesten Deutschlands. Und die Kulisse könnte keine bessere sein. Neben täuschend echten Nachbauten aus der Raumfahrt gibt es hier sogar ein richtiges, echtes Raumschiff zu bewundern. Das ist die Buran-Raumfähre. Und jedes Mal, wenn ich hier unter diesem Triebwerk stehe, kommt mir so ein Spruch aus dem ersten Perry Rhodan-Band in den Sinn: Wenn die jetzt starten, werden wir atomisiert. Also das Ding ist schon blödsinnig groß und ein bisschen furchteinflößend, aber man kann reingehen und sich vergewissern, es sind keine Akoniden an Bord. Optisch machen in dieser Halle, diesem Raumschiff, vor allem die zahlreichen Cosplayer Konkurrenz. Mit einigen von denen habe ich mich unterhalten, auch wenn bei ein paar leider meine Kamera gestreikt hat. Ich stehe mit dem Stefan von der German Garrison, genau. Der deutsche Ableger der 501. Legion. Ihr habt eine Parade, sehe ich das richtig? Richtig, genau. Wie kommt man dazu, Cosplay zu machen? Man guckt die Filme, ist von den Kostümen begeistert und irgendwann denkt man sich, ich brauche auch eins. Und dann wird man ruckzuck eine Riesengruppe. Wir sammeln Geld für wohltätige Zwecke, meistens für die deutsche Kinderkrebshilfe. Ich habe mich eben schon mit ein paar Imperialen da drüben unterhalten, mit der Garrison. Da gehörst du jetzt nicht dazu. Was seid ihr? Nee, wir sind die Rebel Legion. Wir sind quasi das Gegenstück zur Garrison, also von der hellen Seite. Wir sind auch ein Verein, ähnlich wie die Garrison. Haben wir auch hier für die Kinderleukämiehilfe quasi auch karitativ und sind auch wie die Garrison von LucasArts und Disney anerkannt. Wenn ich auf solchen Veranstaltungen wie diese hier unterwegs bin, ich sehe immer nur Sturmtruppen. Das ist natürlich eine Geschmackssache letzten Endes, was man lieber hat. Und ich finde so von den Jedi, ne, die haben so was Ehrwürdiges und Machtvolles an sich, ne, als so ein stumpfer Befehlsempfänger wie so ein Sturmtruppler. So, jetzt ganz kurz, stell dich mal vor, wer bist du? Frank vom Starfleet Operations e.V. Wir haben hier eine Streckecke gebildet, zusammen mit zwei anderen Gruppen, der Rapid Response und der Danubia. Wir teilen ja das gemeinsame Hobby, Star Trek. Wie heißt denn das Raumschiff? Die USS Exeter. Gibt es da ein Modell von hier irgendwo rumfliegen? Besser in LKs. Und wo so viel Science-Fiction-Herzblut aufeinander trifft, da darf die größte Science-Fiction-Serie der Welt natürlich nicht fehlen. Perry Rhodan wurde repräsentiert durch Fans vom Science-Fiction-Club Universum, kurz SFCU, und vom Perry Rhodan-Stammtisch Mannheim. Die sind zu erkennen an den blauen T-Shirts. Unter anderem habe ich dort meinen Kumpel Andreas getroffen. Hey Andi, du bist einer der Altfans, wenn man so möchte, ja? Fühlst du dich unter den ganzen jungen Leuten hier wohl? Natürlich. Ist immer schön, hierher zu kommen. Na, hier sind auch viele junge Leute und mit Kostümen und so weiter. Macht einfach auch Spaß hier. Und ich als Nerd hatte auch meinen Spaß. Immerhin durfte ich, bevor es zu Ende war, noch ein paar Helden meiner Kindheit treffen. Einer hat sich sogar mit mir fotografieren lassen. So viel zu meinen Impressionen aus Speyer. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Und wenn es dir gefallen hat, klick auf Gefällt mir, hinterlass mir einen Kommentar oder abonniere unseren Kanal, wenn du mehr Infos zu Perry Rhodan haben möchtest.